Ja, ja. Klingt gut. So, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Lesung mit Jan Bachmann. Wir werden heute von ihm sein neues Graphic Novel Der Kaiser im Exil vorgestellt bekommen. Ich heiße euch recht herzlich im Namen der Gruppe Assoziation Delle Talpe willkommen. Bevor es losgeht, noch ein paar kurze einleitende Worte. Ja, ich hoffe, es ist trotzdem überraschenden Schauer soweit für euch alle einigermaßen bequem. Es gibt noch ein paar Plätze auch weiter vorne im Trocknen. Ja, aber ich hoffe, der Schauer rauscht auch bald vorbei. Und wenn der Ton lauter sein soll, sagt Bescheid, dann können wir auch die Lautstärke noch ein bisschen anpassen. Ja, Jan Bachmann stellt heute sein neuestes Graphic Novel vor. Das ist hier auch an dem kleinen Büchertisch des Golden Shop erhältlich für all diejenigen, die es noch nicht kennen sollten und interessiert sind. Es sind auch seine beiden früheren Werke, Erich Mühsam, Anarchist in Anführungszeichen und Der Berg der nackten Wahrheiten erhältlich. Also ja, schaut euch gerne auch die anderen Bände bei Interesse noch an. Der heutige Abend ist jetzt die erste Lesung, wo Jan auch persönlich da ist, auf Einladung des Cocoon, war er im Winter schon im Stream zu Gast und hat den Berg der nackten Wahrheiten vorgestellt. Ich freue mich sehr, dass du heute jetzt auch in Präsenz da bist und lesen wirst. Ja, wir werden erstmal eine kleine Vorstellung machen und bei Interesse dann im Anschluss noch eine Diskussion. Die Lesung wird jetzt auch gestreamt. Wer in der Diskussion gerne noch Fragen und Beiträge beisteuern möchte, aber nicht im Stream aufgezeichnet werden mag, sagt bitte kurz Bescheid, dann werden wir die Aufnahmen entsprechend unterbrechen. Ja, zuletzt noch ein Dankeschön an die Rosa-Luxemburg-Stiftung und an den Literaturfonds, die den heutigen Abend großzügigerweise unterstützen. Ja, und vor allem ein herzliches Dankeschön an Jan Bachmann, der heute extra aus der Schweiz angereist ist und jetzt gleich sein Werk vorstellen wird. Danke, Jan, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Moritz. Hallo zusammen. Sehr schön, hier zu sein. Und zum dritten Mal das Buch zu lesen. Zum ersten Mal in Deutschland und eigentlich, ja gut, irgendwie gehört es auch hierhin. Der Kaiser im Exil setzt 1918 an. Wilhelm II., für alle, die nicht so geschichtsbewandert sind, der letzte deutsche Kaiser, musste nach dem Krieg ins Exil nach Holland und genau dort beginnt unsere Geschichte. Es sind natürlich nur Fragmente, weil ich nicht das ganze Buch vorlesen kann. Das Buch kann man, wie gesagt, hier vorne dann käuflich erstehen. Genau, ich werde also nur Fragmente vorlesen, aber durch das es eigentlich alles Originalaufzeichnungen sind, die ich verarbeitet habe und die sowieso so ein bisschen so einen Tagebuchcharakter haben, funktioniert das, glaube ich, recht gut. Also man wird sich wahrscheinlich darin gut zurechtfinden können. Ich benutze drei Quellen und zwar ist es einerseits der Adjutant von Wilhelm II., also seine nächste Bezugsperson in der Rangordnung nach dem Krieg, Sigurd von Ilsemann und dann die Tochter des Gastgebers, Elisabeth Bentinck und die Tante des Gastgebers, Nora Bentinck. Ihr werdet sehen, es gibt so kleine Porträts jeweils bei den Sprechtexten und man wird sehr einfach erkennen, dass da drei unterschiedliche Personen berichten. Gut, ich beginne jetzt einfach mal. Wie gesagt, alles, was in Frakturschrift geschrieben ist, das sind Originalquellen. Einfach, dass ihr das wisst, behaltet das im Hinterkopf. Man kann es manchmal vielleicht nicht glauben, aber es ist so.
There's beauty in the struggle, ugliness in the success, J. Cole. Am Morgen des 28. November 1918 sah man einige schlichte, schwarzberockte Herren ruhigen Schrittes über die Grabenbrücke daherkommen. Sie wurden schweigend empfangen, schweigend eingelassen. Und ebenso schweigend durch das hohe Treppenhaus nach dem Zimmer des Kaisers geleitet. Der Weg führte durch die Schlossgalerie, vor deren Wänden die toten Geschichtshelden in grandioser malerischer Gewandung auf die lebenden Geschichtsmacher im simplen Bratenrock herabblickten. Eines der Gemälde zeigte übrigens den Grafen Godard Bentinck in der Rittertracht des Johanniterordens. Wenn man das Empfangszimmer des Kaisers betrat, erblickte man zuerst das große Fenster gegenüber der Tür. In der Fensternische stand ein schöner alter Tisch von Charles-André Boulle, dem Hofschreiner Ludwigs des 14. An diesem Tisch, in Sichtweite des Rheins, der nicht nur durch Deutschland, sondern durch Deutschlands Geschichte strömt, unterschrieb der Kaiser das Blatt, das ihn endgültig zu einem Ex-Kaiser machte. Die Unterschrift Wilhelm war so kühn, die Schnörkel so reich und kräftig wie immer. Es ist anzumerken, dass der Kaiser seine volle Namensunterschrift stets nur sehr ungern hergegeben hat. Statt Autogrammen gab er meist nur eine von ihm selbst gesägte Holzscheibe mit einem W. So ruhig wie sie gekommen waren, nahmen die Abgesandten der neuen Deutschen Republik das Blatt entgegen und gingen ruhig wieder davon. Ich erwarte, dass sie das deutsche Volk gegen die Gefahren der Anarchie, Hungersnot und Fremdherrschaft schützen. Ganz unachtsam für den Ort und seine Bedeutung. Sie eilten ohne Verzug am gleichen Morgen nach Berlin zurück, um in Sicherheit zu bringen, was sie für den papiernen, aber wertvollen Grundstein ihres neuen Staatsgebäudes hielten. Das war jetzt Nora Bentinck, jetzt hören wir Sigurd Ilsemann. Der Kaiser schreibt augenblicklich viel. Er versucht, die planmäßige Einkreisungspolitik der Entente nachzuweisen, um nachzuweisen, dass nicht er Schuld am Kriege habe. Gegen 7 Uhr muss ich zu ihm kommen. Im Beisein der Kaiserin lese ich dann vor, was er zu Papier gebracht hat. Die Kaiserin ist jedes Mal begeistert. Wie herrlich ist das geschrieben? Meinst du? Ich habe ja noch nie in meinem Leben geschriftstellert. Aber wenn du sagst, dass es gut ist, dann muss es ja so sein. Ich versuche absolut objektiv zu bleiben. Die Menschen müssen später viel zwischen den Zeilen lesen können. Um 8 ging der Kaiser in blauem Anzug und weichem grünen Hut gewöhnlich ein wenig spazieren. An kalten Tagen trug er noch ein grünes Lodenkapp umgeworfen. In der ersten Zeit in Amorong war der Kaiser nämlich noch recht knapp mit Zivilkleidung versehen. Erst später, als jede Hoffnung auf die Rückkehr der Uniformtage verschwunden war, wurde seine Garderobe dann aber reichlich ergänzt.
vor dem war er ein Mann gewesen, dessen Leben ausgefüllter und wechselbunter war als das aller seiner Standesgenossen. Auf unaufhörlichen Reisen verfehlte er keine Gelegenheit zu malerischen und dramatischen Posen. Diesen Mann musste der eintönige Rundlauf der Tage in Amorong sehr schwer drücken. Obwohl Millionen von Kriegsopfern, die weniger Schuld haben als er, sein Los noch sehr beneidenswert finden werden. Plumps. Frühstück nahm der Kaiser um 9 in seinem Arbeitszimmer. Es bestand aus Kaffee, Ei, Brot und Obst. Der Kaiser schätzte sehr die ausgezeichnete Sahne, die die holländische Schlossschweizerei lieferte. Den Rest des Vormittags verbrachte der Kaiser dann mit Holzhacken und Holzsägen. Man hat schon oft gehört, dass dies seine Lieblingsbeschäftigung in Amorong war, aber ich glaube nicht, dass man eine richtige Vorstellung davon hat, mit welchem Eifer er sich dieser Tätigkeit hingab. In einem schlichten Tuchanzug, kragenlos, das Hemd am Halse geöffnet, Stunden um Stunden am Sägebock, für den obersten Kriegsherrn, der noch das Jahr davor gewesen war, gewiss ein tief empfundener Wechsel. Jetzt Elisabeth Bentinck zum ersten Mal. Nachmittags fuhren wir mit den Majestäten in den Wald. Hier war ich letzte Woche. Hier komme ich nächste Woche. Der Kaiser erklärte der Kaiserin viel über den Besitz von Papa. Dafür, dass die Kaiserin ein schweres Herzleiden hinter sich hat, geht es ihr leidlich. Zuerst fällen wir alle Eschen, dann alle Nadelbäume. Hörst du mir überhaupt zu? Gontard hatte befürchtet, dass die Aufregung der letzten Zeit sowie das Wiedersehen mit dem Kaiser unter solchen Umständen ihren Tod bedeuten würde. Ja, Willi. Gut. Es ist fabelhaft zu sehen, wie sie sich zusammenreißt. Ihr erster und letzter Gedanke ist der Kaiser. Sich selbst nie schonend. Achtung, Willi, das Wurzelwerk. Stets zur Stelle für ihn. Ja, man kann sagen, eine fast unnormale Ergebenheit dem Garten gegenüber, die manchen beschämen könnte. Wie oft hörte ich aus ihrem Munde, der Kaiser darf nicht merken, wie sehr ich leide. Er hat schon so viel zu tragen. Ich weiß es nicht, aber es scheint eine ideale und glückliche Ehe zu sein, die auf mich den Eindruck von etwas gewissermaßen Hohem und Heiligem macht. Nach der Abdankung begann die Gefolgschaft des Kaisers schnell zusammenzuschrumpfen.
Ganz besonders erschüttert ist der Kaiser durch die Mitteilung, dass die Köche und Leibjäger fort wollen. Ich fasse es einfach nicht. Wem soll ich denn jetzt noch glauben, wenn selbst die Menschen, die jahrelang bei mir waren, die das, was sie geworden sind, durch mich wurden, mich auch verlassen? Schlechte Nachrichten. Da Frankenberg und Zeiss nicht in Uniform reisen wollten, haben sie sich im Dorf in den verschiedensten Läden Kleidungsstücke zusammengekauft. Ja, tschüss. Äußerlich ziehen sie also wie Bolschewisten los. Armer Kaiser, jeder Tag bringt neue Sorgen, neue Enttäuschungen, schlechte Nachrichten. Einige Zeitungen fordern schon seine Auslieferung oder Gestellung vor einen internationalen Gerichtshof. Die Nachrichten mehren sich, dass die Entente versuchen will, den Kaiser gewaltsam in ihre Hände zu bekommen. Darauf hat der Graf veranlasst, dass von jetzt an im Stallgebäude 4 Polizisten schlafen. Schwächlich sehen sie aus. Jammerschade, dass unsere Jungs in Verdun geblieben sind. Immer wieder kam der Kaiser darauf zurück, dass man ihn stets in den Hintergrund geschoben und nie auf ihn gehört habe. So dass selbst die Kaiserin eines Tages gesagt habe, von vielen berühmten Männern und Herrführern hört die Welt durch die Presse, aber du wirst nie erwähnt. Dabei habe er sich stets mit militärischen Dingen beschäftigt und oft habe man ihm gesagt, dass er die großen Manöver gut geleitet habe. Dabei habe ich mich stets mit militärischen Dingen beschäftigt. Und oft hat man mir gesagt, dass ich die großen Manöver gut geleitet habe. So wie er einmal eine andere Meinung geäußert habe, sei Ludendorff ausfallend und taktlos geworden. Ludendorff wäre eben ein Tyrann. Mit seiner kleinen Clique hätte er Diktator zu spielen gewünscht. Alle haben mich verlassen, für die ich so viel getan. Dass mir beim Sägen ein Baum auf den Fuß gefallen ist, benutze ich als Vorwand, um einige Tage in meiner Wohnung völlige Ruhe zu haben. Ich musste mal einige Tage ohne den Kaiser sein. Der Kaiser wünscht, die Frauen in seiner Umgebung einfach und still gekleidet zu sehen. Aber wenn er einmal eine fremde, exotische Erscheinung sieht, farbige Seidenjumper, bunte Turbankappen mit entschlüpfenden Ringellöckchen, schicke Wollwadenstrümpfe oder dergleichen, dann gefällt ihm das sehr. Junge, haben Sie diese Löckchen gesehen? Im Übrigen liebt der Kaiser eigentlich einen altmodischen Typ der Frau. Solange die Welt besteht, wird es Krieg geben. Ja, Willi. Die richtige deutsche Gattin, der mein Mann, die Verkörperung aller Weisheit und Autorität ist. Schon jetzt, bei den Friedensverhandlungen, werden sich die Mächte neu gruppieren. Ja, Willi. So sind die Frauen in seiner Umgebung alle still, hingebungsvoll, aufmerksam nur für der Kaiser liebt das, der Kaiser liebt das nicht. Ebenso kann die Auseinandersetzung der Weißen mit der gelben Rasse nicht ausbleiben. Nein, Willi. Besorgt um sein Wohlbefinden, entrüstet über die Behandlung, die er von der Welt erfährt. Im Winter essen wir kein Speiseeis.
Nein, Willi. Seinen Monologen zuhörend und sie auswendig lernend. Im Winter essen wir kein Speiseeis. Es ist bekannt, dass der Kaiser ein Stimmungsmensch ist. Dessert? Man war nun manchmal unsicher, ob er wirklich aus Impuls handelte oder nicht vielmehr aus dem politischen Raffinement, sich unbeherrscht zu stellen. Kekse? Kuchen? Schokolade? Eis? Pardon, der Herr, Eis im Winter? Die hiesige Sahne ist vorzüglich. Aber wer ihn näher zu betrachten die Gelegenheit hat, weiß, dass er wirklich oft nach Laune handelt. Oft geht er zu einer Begegnung mit dem Vorsatz, einen abschlägigen Bescheid zu geben. Aber gefällt ihm ein Gegenüber wider Erwarten, im Winter esse ich kein Speiseeis, so bewilligt er, was er verweigern wollte. Ich habe auch das Umgekehrte beobachtet, dass er zu einem Besucher recht huldvoll sein wollte, haben Sie Speiseeis, aber durch eine Kleinigkeit aus der Laune gebracht, wurde er kalt und abweisend. Dann reicht er seine berühmt nachlässigen zwei Finger, während er sonst herzlich die ganze Hand schüttelte. Kurzum, er ist ein ungestümer, hochgradig nervöser Gefühlsmensch, der jetzt auch noch unter Beschränkungen leidet, für die ihn sein früheres Leben nicht vorbereitet hat. Nach dem Mittagessen fuhr ich mit Köster im Auto über Utrecht und Leiden in 3,5 Stunden nach Den Haag. Hup. Zwischen Ammerungen und Utrecht überall herrliche Besitzungen, Schlösser oder Villen mit prächtigen Parks. Ein schönes Land. In Den Haag empfing mich der Gesandte Rosen, um mir Folgendes zu sagen. Setzen Sie sich. Ursache zur unmittelbaren Beunruhigung liegt nicht vor. Ich bin nach vielen Richtungen tätig und hoffe zu erreichen, dass der Kaiser in Holland bleiben kann, ohne zu verschwinden. Dafür brauche ich Zeitgewinn und den bekommen wir, wenn der Kaiser vorerst krank wird. Den kranken Kaiser zu verteidigen, wird sehr viel einfacher sein als den gesunden. Einmal wird Mitleid geweckt. Ferner der niederländischen Kammer Stärkung in der Auslieferungsfrage gegeben und schließlich kann, wenn es notwendig wird, die Krankheit so weit fortschreiten, dass Vernehmungsunfähigkeit eintritt. Hilft das alles nichts, so ist eine Flucht von der Klinik aus sehr viel leichter als von Ammerung.
Im vergangenen Winter war das alljährliche Hochwasser des Rheins schlimmer, als sich der älteste Einwohner entsinnen konnte, es jemals erlebt zu haben. So musste jede verfügbare Person in Ammerungen heran, um an den Pumpen zu helfen oder an dem Verstärkungsbau des Außenbereichs. Alle Mann an die Front. Der Kaiser tat mit Feuereifer mit. Alle Mann an die Front. Alle. Er verfiel in seine alte Gewohnheit, Erdarbeiten und Ausgrabungen leiten zu wollen. Hier graben. Er kommandierte laut und unermüdlich. Dort pumpen. Wenngleich nicht alle seine Kommandos befolgt wurden. Dort graben, hier pumpen. Die Überschwemmung hielt übrigens trotz des kaiserlichen Machtspruchs wochenlang an. So vergingen die Tage bis zum Juni 1920. Dann verließ der Kaiser das gastliche Dach von Ammerang, das ihm in seinem Unglück und seiner Verwirrung Ruhe und Sicherheit gegeben hatte, und begab sich auf seinen neuen Wohnsitz nach Dorn. Adieu. Ja. Trotz aller Revolutionsverluste ist der Kaiser aber immer noch ein reicher Mann. Kurz vor dem Krieg war sein Vermögen von den Herausgebern des Handbuchs Deutscher Millionäre auf nahezu 400 Millionen Goldmark geschätzt worden. Und auch heute besitzt er noch so viel Vermögen, dass von seinem Einkommen nach reichlicher Versorgung seines heutigen Haushalts immer noch ein beträchtlicher Überschuss zurückbleibt. Es gibt in Holland nur wenige Häuser, die auch nach englischen Begriffen groß sind. Die Suche war also schwierig. Aber nachdem der Kaiser Haus Dorn gekauft hatte, hat er viel Geld hineingesteckt. Der ursprüngliche Bau wurde um viele Räume vergrößert. Badezimmer, elektrisches Licht, Zentralheizung und eine technisch ausgezeichnete Küchenanlage wurden eingerichtet. Während des ganzen Frühlings 1920 rollten auf den Straßen von der deutschen Grenze nach Dorn ächzend schwer beladene Riesenlastautos, angefüllt mit wertvollen und schönen Besitzgegenständen des Kaiserpaars, die bis dahin erstaunlich genug von der Deutschen Republik für sie ängstlich in den deutschen Schlössern gehütet worden waren. Wenn man im Auto auf der gepflasterten Chaussee von Utrecht nach Arnheim fährt, erhascht man einen Blick auf das weiße, anspruchslose Haus inmitten eines Wäldchens. Dorn liegt nur etwa 100 Kilometer von der deutschen Grenze, und so könnten auch deutsche Bürger, die sich noch als Untertanen fühlen, ohne viel Zeitverlust hinkommen, um durch die Gitter einen Blick der Anhänglichkeit hindurchzuwerfen. Aber die Zahl solcher Ausflügler zur alten, entbehrten Kaiserherrlichkeit ist fast null. Woraus jeder schließen mag, was er selbst will. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung der Graphic Novel. Wir werden den Abend noch hier sein, Jan auch. Also wer Interesse an dem Kaiser im Exil oder auch an den anderen Werken hat, kann sich hier am Büchertisch versorgen und ansonsten mit uns und Jan noch das ein oder andere Getränk trinken. Ja, herzlichen Dank, dass du da bist und ja, euch allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Moritz.